Moin moin ihr Lieben, ich habe leider Aufnahme 69 zerhauen, naja, tut mir leid, dafür gibt's heute eine Sky Isolated News Folge, ist das nicht geil? Hau rein Toka, wir sehen uns Folge 70 dann, ne? Und jetzt bitte den Jingle abspielen. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur aktuellen News-Folge von Skysolated, unserem kleinen Projekt hier. Ihr werdet gleich Folgendes sehen. Ich zeige euch ein paar Videoaufnahmen von den anderen Teams und anschließend gehe ich noch ein bisschen auf das Questbook der jeweiligen Teams ein. So, und damit würde ich sagen, Brainiac Schneckball, was ist denn bei euch so los? Sag an, hier, einmal bitte das Video jetzt abspielen. Ja, kommt's? Regie. Regie. Danke. Brain, ich muss sagen, deine Haare sehen heute besonders gut aus. Nein. Nein, wie gesagt, ich hab's eben im Offscreen schon gesagt, der Zug ist abgefahren. Ja. Leute, ich hab bei Brainy verschissen. Für heute schon, ja. So, verrätst du mir dann, wie ich Lava an den Tank bekomme? Ich klick da einfach den einfach mit an, ne? Einfach mit Rechtsklick auf den Tank. Ah ja, nice, okay, gut. Und jetzt müsste das auch normal wieder funktionieren mit dem Schmelzen. Genau. Los, dann schmelze ich uns. Wie bitte? Ob sich was tut, meine ich. Glaub schon. Nee, du hast ja gar nichts drin, nur zum Schmelzen, oder? Doch, die Blöcke sind weg. Ach, sind schon weg? Ja, siehst du, das ist schon mal. Ging aber schnell, ey. Was hat's da jetzt reingemacht? Da waren noch zwei Copper drin. Ah, Molten Copper, ja. Das Blöde ist, Ach so, Moment, jetzt muss ich das hier wieder umstellen. Das Copper unten ist. Nach unten und dann kann ich hier das machen. Warum geht das trotzdem nicht? Ah, doch jetzt. Ja, kann passieren. Ich habe dieses, Full Guard gehabt. Ja. Und du willst welches Schwert machen? Das Broadsword? Ja. Nee, Longsword. Nee. Doch. Achso, okay. Oh Gott. Cut Glass? Das war falsch. Ist aber, das Nein, ist aber, was hast du gemacht? Was warum ist das hast denn geworden? Guck mal. Warum hast du denn das jetzt, Ist das ein Schwert? Hau mich mal. Oh mein Gott, hör mal auf, mich zu hauen. Ich habe nur noch ein Herz. Was? Bei mir links oben steht Dying. Im Ernst? Ja, ich habe nur noch ein Herz gehabt. Du hast gesagt, ich kann. Ja, nein, es ist ja. Ich bin ja auch lustig. Ein lustiger Kamerad. Ich hab's dir gegeben. Dankeschön. Ja, Seed jetzt Oil soll noch mal einer zu uns kommen. Wir bringen euch um. Wir bringen euch um. Ja, das war ein bisschen was zu Brainiac und Schneckball. Ich hoffe, es hat euch gefallen und gleich geht's weiter mit Komak. Aber vorher wollen wir uns natürlich das Questbook von Brainiac und Schneckball nochmal ansehen. Die beiden haben Learning to Skyblock zu 50% abgeschlossen, Hell's Kitchen zu 23% komplett, Steel Powered Flight zu 12% komplett und For the Hoarding haben sie noch 2% und sie haben noch 22 Leben. Und unten sehe ich noch eine Quest mit einem Reward noch, den sie noch nicht angenommen haben. Vielleicht ist es ein Herz, dann haben sie noch ein Leben mehr. Weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. So, aber jetzt erstmal weiter zu Komak. Viel Spaß. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich machen soll. Mache ich halt mal ein bisschen Erde. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, das kann ich jetzt wieder nur noch Stunden handeln. Wie
in denen ich jetzt wieder Steine abbaue. Alles nur, damit ich diesen Obsidianblock abbauen kann. Baue ich mich jetzt halt hier hoch. Und wieder runter. Alles nur, damit ich die noch ein bisschen auflevel. Und das kann sich nur um Stunden handeln. Tja, aber was soll ich tun? Ups, das war also nicht geplant. Ich glaube, das Server schmiert gleich ab. Es leckt gerade wie Sau. So, dann hätte ich mal ein paar Stacks Knochenmehl verbraten. Hör auf meinem Feld rumzurennen. Achso, genau, ich wollte noch gucken, ob da jetzt Setzlinge runtergefallen sind. Ich glaube es ja nicht. Hast du fein gemacht. So, das ist Zuckermark LP. Sein Questbook sieht soweit aus, dass er Learning to the Skyblock zu 53% abgeschlossen hat und Hell's Kitchen zu 15% komplett. Und das steht hier jetzt zwar nicht, aber er hat 13 Leben auf Lager. Und jetzt kommen die Besten. Kommen ja mal immer zum Schluss, ne? Es bin ich und der Nutoka. Viel Spaß mit dem folgenden Video. Ich hab das Andrücken verpennt. Oh, das ist also deine Antwort ist nur halb drauf, aber ist doch nicht so schlimm. Ja. Der Kinsey labert sowieso immer so viel in den Folgen, da ist es nicht tragisch, wenn man mal ein paar Sekunden von ihm nicht hat. Mein Client hängt. Ah, jetzt lockt er ein. Enderlilies. Lalala. Ich geh mal kurz. Lauf nicht so viel rum, sonst verhungerst du wieder. Oh, guter Einwand. Wie sieht's aus? 71% und 57. 71. 71? Ja, die eine da. Ah, ja, okay. Stimmt, jetzt zieht nichts ab. Hm. Aber so Auto-Repair ist auch ratzfatz gecastet. Ja? Ja. Musst du mir mal erklären, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Habe ich dir schon mehrmals. Echt? Ja, aber brauchst nur zwei Eimer Wasser und Stein. Was ist das denn? Wozu dann noch ein Enchanting-Table basteln? Haben die das Rezept gerne? Bibliocraft, oder? Bibliothek. Da kann man auch Stühle mitmachen, soweit ich weiß. Ja, das haben wir, glaube ich, auch. Ja, dann schaue ich mal nach. Wie war das? Add Mod. Ja, auch. Ah ja, da sind sie, die Sachen. Oh, weil es schön ist. Es soll doch so einen Cafeteria-Style hier haben. Die Cafeteria, das soll ein Fastfood-Restaurant werden. Achso, da haben wir aneinander vorbeigeredet, ey. Scheiße. Nope. Oakseed. Oakseed, da brauche ich doch bestimmt Wolle für. Ja. Gibt's auch billigere Stühle? Nee. Für dich nicht. Aber ich brauche. Oh, ich kann auch noch Rückenlehne machen. Oder wollen wir auf die Rückenlehne verzichten? Du kannst Rückenlehne machen? Echt? Ja. Wie geht denn das? Aus Wolle und Holz aus Oak Slab und Sticks. Dann brauche ich jetzt Wolle. Haben wir doch vielleicht 1, 2, noch. 3, 4, 5. Fäden haben wir nicht mehr, nee. Schere?
Haben wir eigentlich schon eine Schaffarm? Schaffarm? Oh, ich höre einen kleinen Zombie und ich habe kein Messer dabei. Hier kommt Mighty Mouse to save the day! Oh, das ist ein Riesenschleim. Oh, Sword of Guck Spawn. Guck mal, im Mob-Spawner ist ein Riesenschleim gespawnt. Oh, aue. Sexy. Aue! Warum schießen? Warum? Seit wann können Skelette durch Türen schießen? Weiß ich nicht. Mongo! Der schießt die ganze Zeit durch die Tür. Hä? Vielleicht können die durch die Tür schießen. Keine Ahnung. Küche. Oh. In der Küche ist ein Zombie. Wir haben einen Zombie in der Küche. Es gibt übrigens einen YouTube-Channel, da ist ein Zombie am Kochen. Ein Minecraft-Zombie oder was? Nein, nein, irgendein so ein mal geschminkter Typ. Nichts mit Minecraft am Hut. Juhu! Geiles Schwert, ich habe ein Schwert. Ich habe ein Looting-Schwert, wäre vielleicht. Hau ihn um. Warte sofort. Hau ihn um. Ich gehe hier raus, damit er sich nicht wegteleportiert. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn angesehen. Ah. Aber er hat es nicht gesehen. Here comes Mighty Mouse to save the day! Ich soll vorher noch was knopsen. Ich warte auf dich. Ja, ja, ich muss vorher noch knopsen. Guten Appetit. Merci. Hier hast du einen Karottensaft. Ja, hat man euch gerade am Trinken. Oder hier willst du essen. Ey, sag mal, ist der Meckes? Ja, klar! Jetzt ist er weg. Ja, jetzt ist er hinter mir. Nicht angucken. Ist er auf dem Dach? Hauen? Könnte sein. Nee. Ist hier hinten. Dann war raus. Okay, jetzt ist er da. Gehen wir doch hin. Nicht angucken, nee, nicht angucken. Nicht an. Ah, sind erwischt, hä? Did he hear drop something? No, he didn't not drop. Mann, da wird ja der Ender in der Küche verrückt. Ja, gut, hier jetzt nochmal unser Questbook. Ich und Natoka, wir haben Learning to Skyblock zu 96% abgeschlossen. Man munkelt, wir seien bald fertig. Man munkelt. Hell's Kitchen haben wir mal eben so, oder hat der Natoka mal eben so schnell abgeschlossen. Steel Powered Flight 12%. So, und wir haben 34 Leben. Ja, zwei Quests mit Rewards noch zum Abholen. Keine Ahnung, vielleicht ein Leben dabei. Kann sein. So, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und abschließend zeige ich euch noch den Teaser, den ich eigentlich für Folge 69 nehmen wollte. Ja. Viel Spaß. Macht's gut. Okay, ich komm. Oh Mann, und er lacht und lacht und lacht. Oh nein! Was denn? Bist du runtergefallen? Darf ich mir das denn jetzt angucken? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen... Du bist kaputt?